Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei einem Streifzug durch ausgewählte Besonderheiten der Waldviertler Landschaft. Eine außergewöhnliche grüne Perle der Grenzregion Niederösterreichs wartet darauf, liebevolle Beachtung zu finden. Mit unseren Bildern möchten wir einen nicht alltäglichen Anstoß liefern, diese Region voller Anmut und Zauber mit etwas anderen Augen zu sehen. Über das Waldviertel herrschen in den Köpfen der Menschen zwei Raumbilder vor. Weit verbreitet ist das Bild des düsteren Nordwalds mit den archaischen Elementen Wald, Wasser und Stein. Hat man früher wahre Schauergeschichten von einem Locus horribilis erzählt, so knüpft man heute insofern an, als man das geheimnisvoll Mystische in den Vordergrund spielt. Unsere Absicht ist es, Ihren Blick aber auf jene Elemente zu richten, die ein wesentlich freundlicheres Raumbild schaffen. Das Bild einer altehrwürdigen, offenen, sonnendurchfluteten, bäuerlichen Kulturlandschaft. Der erste, der diese Vorzüge des Waldviertels voller Begeisterung gezeichnet hat, war 1815 der kaiserlich-königliche Hofschauspieler Johann Anton Friedrich Reil. Richten wir unsere Aufmerksamkeit zuerst ein wenig auf die Vegetationsgeschichte der Gegend. Die eiszeitliche Pflanzenwelt ähnelte der baumarmen Tundra des heutigen hohen Nordens. Bekanntlich war ja das Waldviertel auch während der sogenannten Eiszeiten frei von Gletschern. Nach der letzten Kaltzeit setzte vor ungefähr